Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe, ruft uns Paulus zu als Wochenspruch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 4. Advent, so kurz vor Weihnachten. Wir sollen uns freuen, trotz Corona. Dazu brauchen wir Glauben auf das, was als Gutes zu erwarten ist. Aber mit dem Glauben ist es gar nicht so einfach. Unsere Jahreslosung hieß: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und auch Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, hatte Probleme mit dem Glauben. Als der Engel Gabriel ihm sagte, er und seine Frau würden noch einen Sohn bekommen in ihrem Alter, einer hochbetagten Frau, noch ein Sohn. Und auch Maria meinte, dass sie sich wundere, noch in ihrem Zustand ein Kind zu bekommen. Das werden wir in der Lesung heute hören. Und in der Predigt von heute werden wir von einer weiteren Frau hören, die auch in ihrem hohen Alter noch ein Kind gebären sollte. Doch jetzt hören wir zunächst einmal den Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern ewiglich. Wir beten. Herr, unser Gott, du hast die Macht. Du gibst, wem du willst. Du bist gnädig. Du möchtest sogar Gemeinschaft mit uns haben, mit uns, die wir dir oft Kummer machen. Hilf uns, immer wieder neu zu dir zu kommen und deine Barmherzigkeit, deine Vergebung anzunehmen und weiterzugeben. Amen. Das Evangelium für heute steht bei Lukas, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann
namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu Großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel: Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete: Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat und hieß es doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagssitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber, ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen, ihr könnt euch damit die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham: Wo ist deine Frau Sarah? Drin, im Zelt, antwortete er. Da sagte der Herr: Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon sehr alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte: Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham:
Warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch gar nicht gelacht, leuchtete Sarah. Sie hatte Angst bekommen. Aber der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Es ist bald Weihnachten. Und dort zu Weihnachten spielen die Frauen die Hauptrolle. Maria, Elisabeth. Eigentlich müssten Frauen immer die Hauptrolle spielen. Denn ohne Frauen kein Leben. Ohne Frauen keine Kinder. Ah, müsste man dann sagen, wieso denn die Männer? Nein, seit Maria wissen wir, es geht auch ohne Mann. Jungfernzeugung nennt man das. Zurück zu unserer Geschichte von Abraham und Sarah. Sarah war eine sehr schöne Frau, eine sehr begehrenswerte Frau. Und deswegen hatte Abraham durchaus auch mal Probleme. Aber wie auch heute ist Schönheit auch schon damals nicht alles. Damals war es ganz wichtig, dass auf jeden Fall bei einer Ehe ein männliches Glied, ein männliches Nachkommen erzeugt wird. Wir würden in Deutschland sagen, ein Stammhalter. Und so war es auch bei Abraham und Sarah. Aber sie bekamen keine Kinder. Und dann hat sich Sarah was überlegt, verzweifelt, wie sie war, und sagte, du kannst dir meine Magd nehmen und mit ihr versuchen, ein Kind zu zeugen. Und es klappte. Sie gebar, die Magd gebar Abraham einen Sohn, den erstgeborenen Sohn von Abraham, genannt Ismael. Übrigens, Ismael ist derjenige, auf den sich Mohammed und die Moslems heute berufen, dass Ismael alle Zusagen, auf Ismael alle Zusagen zutreffen, die Abraham gemacht wurden von Gott. Zurück zu unserer Geschichte. Abraham bekam Besuch von den Männern von Gott und der sagte etwas, was man sich gar nicht vorstellen konnte. Er solle doch noch ein Kind von seiner Frau bekommen. Unmöglich eigentlich. Genauso wie mit Maria. Unmöglich nicht nur für ihren Mann Josef, sondern auch unmöglich für viele Leute heute, wenn sie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis sprechen, geboren von der Jungfrau Maria. Es gibt sogar manche, auch manche Theologen, die deswegen ein anderes Glaubensbekenntnis formulieren. Parthenogenese, Jungfernzeugung, gibt es. Im 18. Jahrhundert hat das ein französischer Biologe das erste Mal beschrieben, und zwar bei Blattläusen. Oh, Blattläuse, könnte man sagen, das zählt nicht. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe von Arten, wo man das auch beschrieben hat. Jungfernzeugung. Und zwar sogar bei Wirbeltieren. Bei Haien zum Beispiel oder bei Truthähnen. Und zwar hat man herausgefunden, dass ein bestimmtes Hormon diese Art männliche Befruchtung ja vorspielt, als sei es eine männliche Befruchtung. Und dadurch kommt in einem weiblichen Körper auch dann alles zustande, was zu einem weiteren Individuum gehört. Also Naturwissenschaftler sind da viel offener für Neues. Und manche Theologen und Philosophen machen sich das viel schwerer. Es gibt in der Bibel so viele Wunder.
Und es gibt auch Theologen, die versuchen, diese Wunder zu entmystifizieren. Welch ein Unsinn! Denn es ist durchaus möglich, dass man das irgendwann mal erklären kann. Und auch wenn man es nicht erklären kann, man kann es schon mal annehmen und glauben. Für mich ist es auch ein Wunder, was die Menschen eigentlich alles so machen mittlerweile. Stellen wir uns mal ein Handy vor, was das alles kann. Und stellen wir uns mal vor, vor 30, 40, 50 Jahren hätte man jemandem gesagt, so ein kleines Ding, was das alles kann. Jeder hätte gesagt, nee, das gibt's nicht. Und für mich gibt es noch ein anderes Wunder. Und zwar, was Israel betrifft. Im Jahre 70 nach Christus wurden den Juden ihr Land genommen. Seit 70 nach Christus haben die Juden kein eigenes Staatsgebiet mehr gehabt. Und 1878 Jahre später, nämlich im Jahre 1948, gab es wieder einen Staat Israel, und zwar am gleichen Ort wie früher. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht im Mittelalter? Luther überhaupt nicht und auch Mohammed nicht. Beide hatten immer gedacht, dass dieses Beispiel, dass es Israel nicht mehr gibt, ein Beispiel ist, wie es passieren kann, wenn man nicht Gott gehorcht. Sie haben vollkommen daneben gelegen, wie wir jetzt wissen. Gott kann auch anders. Was ist bloß mit uns los, dass wir immer nur das glauben, was wir begreifen können, anstatt dass wir auch mal etwas annehmen, was Gott zusagt? Kinder haben es da einfacher. Jesus hat auch einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Kinder sind noch offen für Glauben. Sie sind noch nicht so belastet mit allen möglichen Erfahrungsballast, den wir mit uns herumschleppen. Kinder glauben noch an den Weihnachtsmann, obwohl das ja eigentlich Unsinn ist und gar nicht im Sinne Jesu. Und vielleicht gerade deswegen, weil sie das dann hinterher merken, dass das Unsinn war, diesen Ballast bekommen, dass sie sagen, das stimmt ja alles nicht. Maria und Sarah waren beide nicht in der Lage, sich das vorstellen zu können, was passiert. Und Gott hat trotzdem seine Zusagen eingehalten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, heißt jetzt noch unsere Jahreslosung von 2020. Das mit dem Glauben, haben wir zu Anfang gesagt, ist gar nicht so einfach. Aber Gott kann uns auch diesen Glauben schenken, denn wir sind seine Kinder. Wie auch Sarah und Maria. Gott verlässt uns nicht. Er lässt uns nicht allein. Auch nicht in der Krise. Auch nicht, wenn wir gar nicht daran denken und gar nicht damit rechnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Und nun lasst uns Fürbitte halten. Herr, unser Gott, du schenkst uns Glauben und Vergebung. Lass uns beides annehmen und darüber froh werden, auch angesichts der Widerwärtigkeiten heute, durch die Ansteckungsgefahr, durch den Unfrieden hin und her in unserer Gesellschaft und weltweit. Herr, du vergisst nicht die Einsamen und Kranken unter uns. Hilf auch uns, ihnen beizustehen. Du siehst die Verzweifelten und Hartherzigen. Öffne unser Herz für sie. Wir bitten für die, die um ihre Zukunft bangen, wegen Arbeitslosigkeit und mangelnden Einkünften. Wir bitten für die, die sich sorgen um ihre Beziehungen in Partnerschaft und Familie. Und was noch unausgesprochen ist, sagen wir dir jetzt in der Stille. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Und nun einen gesegneten vierten Advent. Bleiben Sie behütet, Gott befohlen.